Hallo, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Michael Liebe. Ich vertrete Kickstarter in Europa. Dieser Johannes, der ist smart. Der hat mich angerufen vor ein paar Tagen noch und meinte, Michael, wir haben noch einen Slot frei. Willst du Sonntagabend oder Samstag früh? Samstag früh wird noch keiner da sein, außer 1, 2, 3, 4 stolzen Zuhörenden. Vielen Dank an euch persönlich, dass ihr hierher gekommen seid. Aber es gibt die lange Schlange Richtung Flohmarkt. Und nutze einfach die Zeit und beriesel die ein bisschen. Du wirst deine Crowd schon haben. Schlauer Mann. Es geht hier um 8 Jahre Erfahrung als Vertreter von Kickstarter für Games in Europa. Ich mache das unter meiner eigenen Firma, die heißt Booster Space. Wir sitzen in Kreuzberg und 2016 ging es los, dass ich angefangen habe, so eine Community für Kickstarter zu machen. Und ich würde euch da hinten bitten und auch hier vorne, immer wenn ihr ein Spiel merkt, ah, das habe ich ja unterstützt oder noch viel cooler, hey, das ist ja mein Spiel. Schreit einfach laut Hurra und dann die Crowd gibt euch dann Applaus und wenn ihr euch beschweren wollt, ich komme da vorne dann vielleicht irgendwie nochmal hin, dann müsstet ihr allerdings aus dem Flohmarkt wieder rauskommen und euer Shoppingbag hinter euch lassen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Also, worum geht's? Habe ich kurz angedeutet. Vor allem auch News rund um die Plattform. Hallo, guten Morgen, schön, dass ihr noch gekommen seid. News rund um die Plattform. Wichtigste News vielleicht, es gibt eine neue Person im Team. Wer Luke Crane vielleicht noch kennt aus der Vergangenheit, der hat damals Kickstarter mit Brettspielen groß gemacht. Es war der erste, der auch Kickstarter davon überzeugt hatte, auf die Spiel in Essen zu gehen. Ich habe dann gesagt, ja, Spiel ist schön, lass uns auch auf die Brettspiel-Con hier in Berlin gehen, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber er wurde dann von Anja Combs abgelöst, sie wurde dann von John Ritter Roderick abgelöst. Und jetzt haben wir ganz neu im Team Maggie Clayton, die auch für eine Firma gearbeitet hat früher, die ihr vielleicht alle schon mal im Kontext Kickstarter gehört habt, nämlich Exploding. Genau. Die ist jetzt unsere Chefin und rockt die Show und ist super cool. Ich bin sehr happy, dass sie dabei ist. Sehr ambitioniert und hat viel vor. Das hier ist mein Team, Team Europe nennen wir das immer. Elina sitzt in Athen und Manuel in der Nähe von Valencia in Spanien und ich, wie gesagt, in Berlin. Wenn es um Kickstarter geht, geht es ja immer um Crowdfunding. Mein Name ist Michael Lieber, also ist das Logo meiner Firma ein Herz. Und alle meine Talks gehen irgendwie um positive Emotionen. Wir können es auch Liebe nennen oder Herzlichkeit, wie auch immer. Und das ist ja auch die Arbeit mit der Community. Es ist eine sehr emotionale Bindung. Das sind Fans, die haben euch, also den Creatoren vertraut, dass sie früh investieren, früh Geld geben, mit ins Risiko gehen, um das Spiel zu entwickeln und Wirklichkeit werden zu lassen. Aber auch mit positivem Feedback, mit motivierenden Worten, aber eben auch mit konstruktiver oder auch einfach trollender Kritik. Alles basiert auf Emotionen. Wut, Hass, Liebe, Freude, das gehört irgendwie sehr eng zusammen und das ist auch der Rollercoaster, den wir bei Kickstarter immer in den Vordergrund heben, auch als positives Merkmal, weil das ist tatsächlich etwas, was anders ist, als wenn ich einen Middleman habe. Also wenn ich zu irgendeinem größeren Verlag gehe, mein Spiel da lizenziert bekomme, dann ist das super, mach das. Aber noch viel geiler ist es aus unserer Sicht zumindest, direkt mit der Community in den Kontakt zu kommen, direkt die Erfahrung zu sammeln, das Feedback zu bekommen, ohne das von irgendeiner PR-Agentur gefiltert zu bekommen oder sowas. Ich frage nur mal kurz zur Sicherheit. Normalerweise rede ich immer auf Englisch auf solchen Events. Ist Deutsch okay? Anybody need English? Else I just continue in Deutsch. Okay, don't panic. Das ist mein Motto schon immer. 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Das wissen wir alle. Und schlaue Männer neben Johannes haben irgendwann auch mal gesagt, bleib ruhig. Und das gilt auch für alles, was rund um Crowdfunding geht. Es wird immer Fallbacks geben, es wird immer Unverständnis auch geben darüber, was Crowdfunding eigentlich ist. Es ist ja kein Shop. Also Kickstarter ist ja keine Shopseite,
sondern es ist auch legal definiert als Crowdfunding, was eben wiederum anders ist als ein Verkauf. Die Verpflichtungen, die rechtlichen Pflichten für Kickstarter sind anders als, was weiß ich, bei Amazon oder so. Und der Käuferschutz sieht anders aus. Und das sind so Fachbegriffe, die wir hier noch vielleicht uns aneignen können, wenn wir über Crowdfunding reden, weil es geht nämlich auch nicht darum, dass man spendet. Das ist wichtig. Auch im Deutschen werden die Donations, die Pledges, die Beiträge, die Bäckerbeiträge oft auch als Spenden bezeichnet. Eine Spende ist ja was anderes. Juristisch ist eine Spende explizit ohne Gegenleistung. Man darf nicht für eine Spende eine Gegenleistung verlangen. Bei projektbasierten belohnungsbasierten Crowdfunding-Konzepten wie eben Kickstarter oder Indiegogo geht es immer darum, dass selbst für den kleinen Euro ich etwas zurückbekomme. Das ist mein Pledge. Und dieses kleine Zurückbekommen auch für den kleinsten Beitrag kann einfach Teil der Community sein. Discord-Server-Einladung, Newsletter-Subscription, eine digitale Postkarte, was auch immer. Aber ihr seid als Creator verpflichtet, euren Community-Mitgliedern etwas zu geben. Erst dann ist es projektbasiert das Crowdfunding. Das ist auch die größte Sektion. Es gibt allerdings auch so eben spendenfokussierte Crowdfunding-Projekte, wie GoFundMe meine ich, oder Avaaz. Oder auch mehr auf die Firmenstruktur fokussiert oder Geld zurückzubekommen statt nur Inhalte. Das ist dann sowas wie Fig, gibt es jetzt auch nicht mehr so richtig. Oder in Deutschland eher auch bekannt Companisto. Das nur zur Einordnung, wo wir sind, wenn wir über Kickstarter und Crowdfunding sprechen. Die Webseite kickstarter.com, wenn man die aufmacht, sieht man auch ein paar Sachen, die bei euch anders aussehen als bei mir. Das ist aus meiner Sicht auch neu, wie gesagt, 8 Jahre, als ich angefangen hatte. Irgendwas hier darf ich nur langsam hin. Als ich angefangen hatte, sah diese Sektion für alle gleich aus. Da hatten wir keinen Personalisierungsfilter. Jetzt wird das hier ausgesucht von unserem Algorithmus. Cookies und so kennt ihr alle. Dann basierend auf dem, was ich halt mag, was ich mir als Fave markiere oder eben in der Vergangenheit unterstützt habe. Und das ist auch für die Creator unter euch ganz spannend, weil wir basierend auf diesen Daten auch mittlerweile gezielte Newsletter raussenden. Das ist dieser Just Launched Newsletter, der relativ neu ist, oder der Trending Newsletter. Da werden Inhalte kuratiert, die eben nur an Empfänger gehen oder Empfangende gehen, die sich für ähnliche Spiele wie eures interessieren. Und dadurch sehen wir da eine relativ hohe Retention, auch auf der Webseite mehr als früher, dass Leute eben übers Browsen auf der Webseite neue Spiele finden, die sie interessieren, weil der Empfehlungsalgorithmus funktioniert. That said, das hier ist jetzt, bin ich jetzt nicht so die Zielgruppe, das ist kuratiert. Also alles, was ihr da seht, wird von unserem Marketing-Team ausgewählt auf Basis von Vorschlägen, die das Team macht. Und das ist wiederum kuratiert. Und da haben wir intern ein paar Möglichkeiten, das zu beeinflussen, wie man da drauf kommt. Und ist nur wichtig zu wissen, dass es diesen Unterschied gibt. Die Reise mit Kickstarter im deutschsprachigen Raum war für mich ganz interessant. Eben 2016 habe ich angefangen, auch mit Fokus auf Deutschland. Da war Kickstarter neu in Deutschland und es wurde das erste Mal möglich, dass Creator aus der Bundesrepublik heraus mit einem Bankkonto hier in Euros Projekte live stellen konnten. Dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Ich will auf jeden Fall Europa in meinem Vertrag haben. Wir fangen jetzt erstmal mit Deutschland an. Ja, das ist einfacher, aber bitte lass uns das auf Europa fokussieren. Und dementsprechend kommen dann auch so Schweizer Creator sehr schnell eben mit in meinen Zirkel rein. Oder jetzt halt das Ergebnis mit Elina in Athen und Manuel in Spanien sitzend, Griechenland in Spanien sitzend, dass wir eben den ganzen Kontinent abdecken. Das hier ist ein sehr schöner Creator. Wer kennt den? Marc Dürr aus der Schweiz. Hat jemand Zoo Tycoon unterstützt? Juhu, vielen Dank, super.
Genau, und das Coole an ihm ist, dass er halt mega gut organisiert ist. Das ist auf der einen Seite. Der denkt immer daran, mir sehr früh eine E-Mail zu schicken. Meine E-Mail-Adresse kommt auch gleich nochmal dahin. Können wir irgendwie zusammenarbeiten? Kannst du mir Feedback geben? Kannst du mir ein Project We Love geben? Was auch immer die Wünsche halt gerade sind. Und wir haben einfach seitdem, also 2017 war, glaube ich, die erste Kampagne oder 16 sogar, mit der wir zusammengearbeitet haben, fortlaufend einfach diese Kooperation. Er schickt mir was, ich gucke es mir an und dann entscheidet das Team, ob wir das unterstützen oder nicht. Aber hier bei ihm auch ganz cool, dass er jetzt auch in diesen Trend reingeht, das war ja auch mit angekündigt, eben der IPs, also Lizenzen aus dem Videospielgeschäft auch ins Brettspielgeschäft reinzubringen. Hat von Microsoft die Zoo Tycoon Lizenz bekommen und hat jetzt da die Erweiterung auf Kickstarter gerade jetzt live. Also wer noch die App gerade aufmachen will, das ist jetzt noch verfügbar. Hier ist auch sichtbar, deswegen das auch als Beispiel, wie die das gut machen. Die Bilder in den Rewards, das ist auch relativ neu, haben wir jetzt seit einem Jahr. Und auch die Navigation. Die ist auch gerade für euch, wenn ihr vielleicht eine deutschsprachige Kampagne auch auf der Webseite haben wollt, ein guter Workaround, weil das, was hier steht, wir geben ja so ein paar Sachen vor, aber das könnt ihr ja mitbestimmen, was dann die Titel sind. Und dann kannst du zum Beispiel deutsche Zusammenfassung oder sowas machen oder eben alles nochmal auf Deutsch wiederholen, wenn es für euch relevant ist. Das ist jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber es ist definitiv eleganter, als es vorher war. Vielen Dank. Dann auch ein Trend, den man in seinem Spiel gut sieht, ist die nachhaltige Produktion, nachhaltiges Shipment. Das ist auch ein Thema, was wir auf der Webseite dann im Backend mit einem Environmental Tag versehen können und dann auch Userinnen und potenzielle Backer sehen können, okay, danach auch filtern können. Folgt das diesem Environmental Prinzip oder nicht? Was haben wir hier in dem Beispiel auch neu? Zu beachten, genau. Und dann eben die Kommunikation, ne? Die Liebe, mit der Community eng zusammenzuarbeiten, die macht er einfach auch immer sehr gut. Er selber als Creator ist der, der die Updates schickt, ist eh klar, aber er ist auch in den Comments immer aktiv mit dabei. Selbst bei den größeren Kampagnen ist es quasi Ehrensache, das selber zu machen, mit den Leuten zu reden und auf jeden, und das ist super wichtig, einfach nochmal das, und alle, die da hinten warten auf ihre Backings und Rewards, dass die endlich geschippt werden, ist einfach super wichtig, auf jeden einzelnen Kommentar innerhalb von, ich sag mal, 2 Tagen auch einzugehen. Selbst wenn man immer dasselbe schreiben muss wie keep calm, don't panic, wir sind dabei, was auch immer. Es gibt nichts Schlimmeres für jeden, ihr kennt es auch aus eurem privaten Leben, geghostet zu werden und dann irgendeinen Kommentar zu hinterlassen auf der Kampagnen-Webseite und es kommt einfach nichts. Es reicht ja, wie gesagt, einfach, ja, danke, habe ich wahrgenommen. Aber wenigstens sowas, einfach immer zu schreiben, ist halt super wichtig, gerade eben auch für die Nachhaltigkeit. Also nicht jetzt ökologische Nachhaltigkeit, sondern ökonomische Nachhaltigkeit. Die nächsten Bäcker da draußen werden das auch positiv in ihrer Community dann teilen und bewerten und sagen dann, ah ja, super Creator, mit dem sind wir immer gerne zusammen, die liefern pünktlich oder kommunizieren wenigstens fortlaufend. Und das macht auch Marc, würde ich sagen, sehr vorbildlich. Hier auch jetzt gerade so ein kreatives Ding mit dem Community Engagement, ein Voting. Ihr kennt alle das Tal der Trauer der mittleren Periode. Am Anfang, ne, Euphorie, Kampf, Euphorie, Endspurt. Und innerhalb dieser mittleren Periode halt irgendwie kreativ zu sein, Community Engagement zu machen, vor allem aber auch Shares zu produzieren. Und das haben die jetzt eben auch ganz schlau gemacht über ein Voting auf der Plattform, weil ich muss noch mal kurz zurückgehen. Hier sieht man das nicht. Aber weil der Algorithmus, der Sachen empfiehlt, auch sehr stark darauf basiert, wie aktiv die Kampagne betreut wird. Likes auf Kommentare oder Updates vielmehr. Antworten, Kommentare von Userinnen, das ist mega wichtig, um auf der Plattform besser sichtbar zu werden. Und das haben wir jetzt auch nochmal neu verstärkt, dass eben nicht nur die Euros oder Dollars wichtig sind, sondern vor allem auch die Kommunikation auf der Plattform.
Da steht grob zusammengefasst, was die Job Description ist. Zusätzlich zu dem reinen operativen Part kommt dann auch sowas, dass wir aus dem Team heraus auch so, wir nennen das Prompts oder jetzt heißen die aktuell Open Calls, nach außen hin auch vorschlagen können. Damit habe ich jetzt nichts zu tun, aber das ist jetzt gerade live, das ist jetzt mehr so an Publishing und Zine-Produzenten fokussiert. Aber die sind super stark. Das hier kennt ihr vielleicht eher hier in der Community. Da kann man eben sich für bewerben, indem man uns auch eine E-Mail schickt oder über das Formular eben Kontakt aufnimmt, was dann immer hinter diesen Prompts ist. Dann kriegt man dieses Tag im Backend, dann kriegt man diese riesen Sektionen auf der Webseite, wo alle Zine-Quest-Dinger, die gerade live sind, nochmal zusammengefasst werden. Und da sehen wir auch sehr stark eben Leute, die halt durch die Webseite browsen und ein paar Sachen eben auch unterstützen, während sie schon mal da sind. Die ZineQuest dieses Jahr war auch die erfolgreichste ever, also das scheint auch gut zu funktionieren. Für alle da draußen, die jetzt gerade überlegen, ach ja stimmt, eigentlich bin ich ja immer nur Bäcker, aber ich würde gerne auch mal was selber kreieren. Make 100 ist dafür unser populärster Prompt, weil der ist gerade darauf gezielt, mit kleinen Printruns zu arbeiten. 100 Kopien ist im Januar, wo auf der Plattform jetzt auch nicht so mega viel los ist typischerweise. Und da kriegt man eben die Promotion von unserer Plattform nochmal mitgepusht, passiert auch jedes Jahr wieder neu. Und was 100 genau ist, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne auch bei mir einfach melden. Es ist jetzt nicht so, dass man nur einen Reward mit 100, einen Pledge-Level mit 100 Rewards haben darf, sondern mindestens einer davon muss eben dieses Kriterium erfüllen und schon ist man dafür zugelassen. Die Kickstarter-Nerds unter euch haben auch mitbekommen, dass wir nicht nur eine neue Games-Chefin haben, sondern auch einen neuen Geschäftsführer, Everett, der auch sehr umtriebig ist, wie auch innerhalb des Teams gearbeitet wird, wie wir auch zusammen an gemeinsamen Zielen arbeiten und gerade auch die Creator-Community abgeholt wird, früher noch als es vorher, oder auch viel bewusster und öffentlicher, als es früher der Fall war. Da gibt es eben die neue Web-Sektion mit den Product-Updates. Da seht ihr dann auch frühzeitig, okay, wir arbeiten gerade an dem Late Pledge zum Beispiel, ist jetzt rausgekommen, oder an dem Fulfillment Manager, dem Pledge Manager. Der ist jetzt gerade in Arbeit. Solche Updates kann man eben da auch für alle einsehbar dann sehen. Es ist auch eine Neuerung, die er reingebracht hat und die jetzt eben seit so 2 Jahren für sehr frischen Wind, zumindest bei uns intern, sorgt. Dass wir uns auch Gedanken drüber machen müssen, wie verpacken wir das. Dann gibt es interne Schulungen. Hier, wie funktioniert eigentlich das Late Pledges-System? Warum machen wir das überhaupt? Wenn Fragen dazu kommen, was könnt ihr denen dann als Antworten geben? Und auch, was ist der Vorteil oder auch der Nachteil? Late Pledges eben jetzt relativ frisch draußen, deswegen hier nochmal gefeatured, heißt nach Abschluss der laufenden 30 Tage, sage ich jetzt einfach mal, könnt ihr sagen, ich will immer noch ein, zwei Standard Rewards offen haben und dann können die Bäcker, die jetzt diese Deadline verpasst haben, sagen, okay, ich will jetzt hier trotzdem noch Teil der Community werden, Teil der Live-Kampagne werden und nach Abschluss noch backen. Tipp da, wenn ihr das macht, leichte Preiserhöhungen oder Late Shipment oder irgendwas, damit die Leute, die während der Live-Zeit unterstützt haben, nicht denken, ja, warum habe ich mir jetzt den Hassel gemacht, innerhalb dieses, ne, irgendwie sonntags den Laptop nochmal aufzumachen, bevor die Kampagne wieder aus ist, da reinzugehen, sondern dann halt schon so ein bisschen in Richtung, naja, Hauptsache man kann irgendwie den Reward noch mitnehmen, ich habe halt die Euphorie des Community Engagements verpasst, ich zahle halt 10% mehr und dann bin ich aber wenigstens noch dabei, bevor ich, wenn überhaupt es jemals in Retail kommt, damit ich da halt dabei sein kann. Benutzt irgendjemand von euch Late Pledges? Ich denke eher hier vorne sind so die Creator. Nee, okay. Du? Sehr gut. ich komme nachher zu dir, ich bin auf Feedback gespannt, ob das funktioniert für euch.
Die andere Neuerung, und da sind wir alle super euphorisch für, weil das wird einen sehr großen Impact haben. Ihr kennt ja alle die Macher von Awaken Realms, die dann ihre eigene Plattform Gamefound ins Leben gerufen haben, die ja eigentlich nur als Pledge Manager gestartet hat und jetzt sagt, ja, wir machen auch Crowdfunding. Und das ist ein super guter Wachrüttler gewesen. Ich sage immer, das ist quasi der Stachel, der den Riesen wieder zum erweckt hat aus dem Schlaf. Wir sind echt ein bisschen träge geworden, müssen wir auch eingestehen als Plattform, technologisch, was das Produkt anging, ziemlich langsam. Und dann kam Gamefound irgendwie und hat uns rechts überholt und hat sehr viel richtig gemacht, gerade für die Brettspiel-Community. That said, Kickstarter ist eben alles. Art, Music, Food, Tanz, Festivals, Events, Restaurants, Mode, Design-Technology, Videospiele und Brettspiele. Eben dieser ganze Fokus rein auf eine bestimmte Bedürfnispalette von einer Sektion können wir halt einfach nicht machen, wollen wir auch gar nicht. Wir sehen auch sehr viele Leute, die Videospiele unterstützen, die auch Brettspiele und umgekehrt unterstützen oder eben Design-Technology unterstützen und dann eben auch Brettspiele unterstützen. Deswegen dieses Cross-Referencing funktioniert ziemlich gut, auch über die Zielgruppen hinweg. Deswegen wollen wir da gar nicht weg von, auch nicht reine Tools nur für bestimmte Zielgruppen anbieten. Aber trotzdem war das immer sehr aufwendig für die Creator, eben irgendwo anders hinzugehen, vorher Vereinbarungen zu treffen und du weißt nicht, was mit deinen Daten passiert, was machen die dann danach für Mailings, basierend auf den E-Mail-Listen, die sie sammeln, während sie die Werbung für deine Kampagne machen, etc. pp. Lange Rede, kurzer Sinn, wir arbeiten dran, dass dieses Jahr dieses Ding fertig wird und wir dann auch einen Pledge Manager intern anbieten können. Es ist halt IT, kann sein, dass wir das dieses Jahr nicht schaffen, aber wir gehen fest davon aus, dass wir das in dem Closed Beta zeitnah ausrollen können. Weg dahin sind eben diese Backer-Surveys, wo ihr kennt, früher habt ihr irgendeine CSV runterladen müssen. Das ist jetzt immer noch der Fall, aber die ist jetzt zumindest so, dass man auch die Add-ons und sowas besser filtern kann. Dann alle, die in meiner Generation sind, die hatten damit nie so ein Problem. Die wissen, was HTML ist und die können ein Skript schreiben und Tags lesen und so weiter. Aber alle, die danach kamen, waren so, what the fuck ist das hier mit dieser Kickstarter-Backend? Was ist denn das? Es geht überhaupt nicht. Wir sind 2020 oder 23, jetzt 24. Also okay, Updates. Die Navigation, die ich beschrieben hatte, gehört dazu zu diesem Product-Update. Aber eben auch, dass es viel leichter und intuitiver geworden ist, Inhalte auf die Webseite zu packen und die Kampagne zu bauen. Und das ist vielleicht für Leute, die vor 4 Jahren mal einen Kickstarter gemacht haben und sich wundern, will ich mir das wieder antun? Ja, jetzt ist es leichter geworden. Also man kann sich das ruhig nochmal anschauen. Es ist alles verbessert worden. KI, es gibt auch, glaube ich, jetzt direkt im Anschluss ein Panel oder später heute, habe ich gesehen. Das ist natürlich ein strittiges Thema. Was ist das überhaupt? Super breit, schwer zu definieren. Wir tun uns schwer damit, einfach generell Nein zu sagen und dann getreu eben dem Motto, dass die Creator und die Community es besser wissen, auch als jetzt irgendein Sheriff. Dementsprechend halt die Pflicht, das transparent zu machen. Und die Backer, die Community kann ja auch dann entscheiden, findet sie das jetzt schlimm oder nicht, ist dann ja deren Sache. Aber es muss halt transparent sein, das ist so der Kern unserer Policy. Wenn man dann eben merkt, wenn wir dann merken, das passiert ja auch, dass die Backer dann flaggen oder andere Creator sagen, Achtung, das sieht mir sehr stark nach KI aus, dann gucken wir uns die Sachen immer noch mehr intensiver an, schicken dem Creator auch eine E-Mail und fragen so hier, was ist denn da los? Könnt ihr denn garantieren, dass es nicht KI ist? Und dann wird halt entschieden intern, wie wir damit umgehen. Aber das ist so gemäß auch des Plattformgedankens, dass wir versuchen wollen, möglichst offen zu sein für das, was die Menschen da draußen wollen, auf beiden Seiten, Creator und Community, statt zu sehr zu steuern und zu filtern. Aber eben alles bewusst begleiten und nicht einfach nur Wilder Westen, hier alles ist möglich. Uns unterstützen dabei, ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt mitbekommen habt, das sogenannte Creator Council. Das sind Leute aus der Creator Community, die immer wieder
neu zusammengewürfelt werden über ein Auswahlverfahren, dann uns, also uns der Plattform Kickstarter dabei helfen, eben die Creator sich besser zu verstehen und in die Product Updates eben zu integrieren. Das sind dann eben wieder aus allen Sektionen, also von Kunst bis Kultur bis Brettspielen, alle möglichen Leute drin vertreten und möglichst auch global. Und das funktioniert auch sehr gut. Also diese Push, dass wir, keine Ahnung, bestimmte Sachen eben schneller machen als andere oder auch die Fokuslegung besser entscheiden, wird von dem Creator Council durchaus mit befeuert. Wir hatten letztens einen riesen Meilenstein geschafft. Also wenn irgendjemand da draußen meint, ja, Kickstarter, gibt es überhaupt noch? Ja, immer mehr denn je. Also 8 Milliarden US-Dollar zu knacken ist schon eine Hausnummer. Und hier werden nur die Successful Dollar gewertet. Ja, also was hier auf der Webseite steht. Und eben enorm viele Pledges, die gemacht werden und halt super viele Projekte, die auch dank Kickstarter eben zumindest erstmal finanziert wurden. Die anderen Sachen können wir vielleicht später nochmal besprechen. Und was halt krass ist, ist Brettspiele sind die größte Subkategorie mittlerweile auf Kickstarter, also auch größer als jetzt so Subkategorien wie Design oder Technology. Games ist halt sehr, sehr groß und hat auch die, würde wir sagen, die aktivste Community. Also wir können das auch belegen, dass wenn du ein Spiel unterstützt hast, im Schnitt unterstützt du 3 weitere. Also die 4 Millionen Leute, da quasi kannst du mal 3 nehmen und das ist so dann die aktiven Backings, die aus dieser Community heraus entstehen. Und das ist super cool zu sehen, macht total viel Spaß. Und wir versuchen jetzt auch neu, also ist hier irgendjemand Superbäcker? Hat jemand diesen Label schon sich verdient? Superbäckers in the room, Superbäckers, Kickstarter Superbäckers, juhu, großen Applaus an euch, vielen Dank. Das ist auch etwas, was wir enorm wertschätzen und sehen. Die Leute sind auch die, die auf dem Comment Leveling, also Comment Moderation, mehr Power haben als jetzt irgendein Random Backer. Das sind so Sachen, wenn ein Superbacker sich beschwert, achten wir dann nochmal mehr drauf, zum Beispiel aktuell. Und wir versuchen jetzt auch mehr Community Engagement in Richtung eben der Superbacker zu machen. Ich bin mir sicher, Johannes verzeiht mir, wenn ich ankündige, dass wir im Oktober wieder auf der Spiel sein werden. Also wenn ihr Superbäcker seid und auf der Spiel seid, kommt bitte vorbei an den Stand. Es gibt eine extra Tasche und noch einen extra Kaffee und einen Huggy und alles, was Herz ausschütten. Also diese Idee, enger mit euch zusammenzuarbeiten, wollen wir auch nicht nur drüber reden, sondern auch umsetzen. Kickstarter ist super alt, also 15 Jahre gibt es die Plattform schon, nur zur Sicherheit, gegründet in New York, also ist ein ursprüngliches New Yorker Brooklyn-Unternehmen, auch mehr aus der kreativen Szene kommend und ich bin 8 Jahre davon Teil, also schon länger als die Hälfte der Lebenszeit dieser Plattform mit am Wachstum beteiligt. Und basierend auf diesem Meilenstein 15 Jahre Kickstarter haben wir eben angefangen, auch so ein bisschen Review passieren zu lassen. Deswegen heute hier auch aus meiner Sicht so ein bisschen Review. Aber das werden wir auch auf der Webseite und über Pressemitteilungen oder eben auch Werbekampagnen immer weiter fortführen. Nur um es auch zu fragen, war irgendjemand schon vor 2016 auf Kickstarter und hat irgendwas unterstützt? 2013, First Mover. Ich komme eher aus dem Videospielebereich und 2013, 14 war halt da der Boom. Also da war quasi Kickstarter, es gab keine Konferenz, keine nichts öffentlich organisiertes, wo Kickstarter nicht Thema war. Das war super disruptiv, also hat den Markt richtig aufgerüttelt, wie Finanzierung funktioniert. Daher kenne ich die Plattform, also aus der Videospielezeit. Und 2016 eben ging es dann los, okay Michael, hier, wir brauchen jemanden in Deutschland, hast du nicht Lust, das zu machen? Du bist ja in Berlin, du bist super gut vernetzt.
kennst du jemanden? Da habe ich gesagt, ja, mich. Habt ihr nicht Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Es hat gerade gut gepasst, auch sehr synergetisch eben mit dem, was ich sonst mache, eben Veranstaltungen für die Videospiele-Szene primär. Es ändert sich jetzt auch immer mehr. Fachveranstaltungen, B2B-Events. Und dann hatte ich halt sehr viele Freunde, wo ich einfach sagen konnte, hier komm, lass uns eine Party zusammen machen. Hier diese Bier-Planschbecken mit Eiswürfeln drin, das ist bei Freunden in Hamburg. Das hier ist in München, das da oben ist in Kreuzberg, soweit ich mich erinnere. Michael Schade von Rockfish Games aus Hamburg, einer der für mich super inspirierendsten Persönlichkeiten da draußen, der mit Everspace 1 und 2 auf Kickstarter enorm große Erfolge gefeiert hat. Mit ihm zusammen haben wir sehr viele Vorträge dann organisiert. Und weil ich der Einzige war in Europa oder Deutschland zu der Zeit, war ich dann eben auch auf sowas wie Maker Faire oder IFA unterwegs, für, um Kickstarter da zu vertreten. Und habe hier, ist Yuma, Yuma ist wahrscheinlich nicht hier, aber mit Yuma war auch meine erste Brettspielerfahrung, also damals sein Spiel, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war aber auch 2014 oder so, war ich einer der ersten Unterstützer. Und das konnten wir dann eben auffangen oder wieder zelebrieren, als wir uns dann mit der neuen Rolle wieder getroffen haben. Für mich ist immer super wichtig, und das finde ich an Kickstarter auch das Faszinierende, ist diese Balance aus Groß und Klein. 2.000 Euro, 5.000 Euro, 2 Millionen Euro. Tatsächlich versuche ich so zu arbeiten, dass jeder die gleiche Betreuung bekommt. Egal wie viel Revenue dadurch generiert wird. Und das sieht man, glaube ich, dann jetzt immer wieder auch in den Folien, auch in den Fallbeispielen. Das sind irgendwelche Polen, die in Berlin zur EM ein Brettspiel gemacht haben. Fand ich total spannend, irgendwie super kleine Kampagne. Die wollten 3.000 Euro, glaube ich, haben, haben dann 7.000 geschafft. Und ich war super euphorisch, dass ich das geschafft habe, ne? Erstes Jahr, ich mit denen gesprochen habe und ein Telefonat hatte und gesagt, hier Luke, voll cool, also ehemaliger Chef, lass uns die in den Games Newsletter packen, lass uns die in Deutschland featuren, wohlgemerkt 7.000 Euro Kampagne. Wurde dann auch auf Veranstaltungen gefeatured und so habe ich da irgendwie angefangen. Und hatte dann irgendwie so ein Spiel, hier auch wieder aus der Schweiz, 10.000 Franken und war auch dazu super begeistert und habe dann immer versucht, von denen auch Feedback zu bekommen, wie haben die denn das geschafft oder irgendwelche Tipps gegeben, wie man da dran arbeiten kann. Und das war irgendwie sowas, was tatsächlich bis heute immer noch für Verwunderung sorgt. Also nur um es auch zu sagen, also ich werde offiziell eben von Kickstarter beauftragt, ich kriege da einen Retainer und es jeden Monat verlängert. Ich werde nie von irgendeinem Creator Geld verlangen und das musste ich früher auch irgendwie viel deutlicher immer kommunizieren, weil alle super skeptisch waren, hey, was ist denn das jetzt für einer, will der mir was verkaufen? Kommt heute, erst letzte Woche wieder immer noch so, deswegen hier nochmal für alle als Hinweis, da keine Sorge. Und leider muss ich sagen, mittlerweile bin ich auch der Einzige, der in Europa überlebt hat. Alle anderen sind im Zuge der Pandemie und anderen Umstrukturierungen wieder abgezogen worden. Es gibt noch in UK eine Frau für Design und Technology oder zwei. Und mich eben in Deutschland oder uns als Team in Europa und wir halt nur für Games. Alle anderen Kategorien haben keinen aktiven Consultant mehr. Was hoffentlich auch daran lag, dass wir immer sehr kreativ waren, wie wir auch die Community nach vorne heben. Und dadurch, dass ich eben eigene Veranstaltungen gemacht habe, wie eben die Games Week Berlin, konnte ich sehr gut für Synergien sorgen und einfach sagen, komm, hier ist Kickstarter, ist neben Amazon jetzt Hauptsponsor dieser Veranstaltung und Panels organisieren, die eben diese Mischung aus New Markets und Trends eben auch aus einer Kickstarter-Brille heraus reflektiert
und war dann auch dankenswerterweise eingeladen, aber trotzdem musste ich es ja machen, nach New York zu fliegen und da das Team auch mal persönlich kennenzulernen und habe da immer wieder versucht, eine persönliche Beziehung eben auch zu den Menschen dort aufrechtzuerhalten. Sean, der Jungspund, der da im Hintergrund so kalifornisch lächelt, das war auch der ist mittlerweile VP direkt unter Everett, der mir dann auch das Upgrade für den Vertrag 2020 gegeben hat. Und ich habe dann auch typisch deutsch ein offizielles Zertifikat als Crowdfunding Consultant mir angeeignet bei Anja in Essen. Die hatten so eine Crowdfunding-Schule, nicht Essen, Leipzig, die hatten so eine Crowdfunding-Schule ins Leben gerufen und bin dann dahin, habe gebüffelt und den Test bestanden und konnte dann auch mich offizieller zertifizierter Crowdfunding-Berater nennen. Im Zuge dieser ganzen Videospiele-Kommunikation war auch lustig, dass halt ganz viele Leute, die eben aus der Digitalwirtschaft kommen, auch als Hobby oder Nischenprojekt oder Pet Project oder auch neues Venture in den Brettspielemarkt umgestiegen sind. So auch Felix, den kannte ich über den Computerspielesektor und die haben dann dieses Spiel damals rausgegeben und die sind immer wieder mit dem Spiel dann auch auf unserer Plattform wieder auffindbar. Und das macht einfach mega viel Spaß, diese fortlaufend auch über Jahre hinweg Beziehungen zu pflegen. Und man sieht hier auch schön, angefangen ist vielleicht ein bisschen klein, erste Kampagne 1000 Bäcker, aktuelle Kampagne fast 2000 Bäcker. Also auch diese Wiederholung, mit uns zusammen an einem Wachstum einer IP zu arbeiten oder sich eben als Unternehmen, als Creator zu profilieren, zu positionieren, funktioniert sehr gut. Also da könnte ich bestimmt 20, 30, 50 Beispiele listen, wo die Kurve bei allen Creatoren, die sehr regelmäßig mit uns zusammenarbeiten, pro Projekt, klar, Downfalls gibt es immer, pro Projekt aber ansteigt und die Wiederholungsrate auch sehr hoch ist. Ich hatte letztens, das habe ich jetzt nicht als Folie dabei, mal untersucht, stimmt das denn überhaupt oder ist das nur Gut-Feeling? Und tatsächlich waren so 80%, wenn das innerhalb desselben Genres war, sind Bäcker aus einer alten Kampagne auf die neue Kampagne rübergewandert. Also das funktioniert tatsächlich enorm gut. Wenn man, erinnert euch an Zoo Tycoon, eben gut mit der Community arbeitet und jeden Kommentar immer beantwortet, egal wie. Auch eben spannend, Jan damals, Computerspiele-Veteran der ersten Stunde, hat auch das Jack the Lions Computerspiel damals mitentwickelt, soweit ich mich erinnere. Und zufällig entdecke ich das, es gibt jetzt hier, sehe ich den auf irgendeiner Messe, ich weiß nicht mehr wo, sehe ich dieses Label und denke, das kenne ich doch. Und dann kennt jemand Jan, der ist ja irgendwie gefühlt drei Meter groß. Den sieht man immer auch aus der Ferne und dann so, was machst du denn hier? Das ist alles 2017 und das war wirklich so ein Eye-Opener. Felix schon so latent, aber Jan dann, ja, Computerspiele-IPs in Brettspiele transformieren. Funktioniert super, ist alles irgendwie Games, hat eine ähnliche Zielgruppe, gerade auch viel mehr der Spillover von Computerspielen zu Brettspielen als vielleicht andersrum. Seitdem habe ich das immer mehr beobachtet und dann auch als Trend belegen können. Hier auch schön zu sehen, wenn man eine bestehende Community hat. Malachi hatte so einen Blog mit Comics, hat dann eine Kampagne dazu gemacht, ist glaube ich auch wieder hier, zumindest war er letztes Jahr da. Oder eben dann auch so Hobbyprojekte wie von Jono. Macht er jetzt leider nicht mehr, der hat eingestellt, aber der hat eigentlich fast jedes Jahr ein neues Barpick rausgebracht. Jedes Jahr sind wir neuen Kommunikationen dazu. Und es sind immer so 5.000, 6.000 Euro, aber es macht einfach Spaß, mit so Leuten zusammenzuarbeiten. Yuma hatten wir vorhin im Bild, war dann so plötzlich hier auch der Rockstar der deutschen Kreativszene mit einem der ersten Projekte, die über 300.000 Euro gesammelt hatten, also fast 400.000 Euro, 2017 wohlgemerkt. Das war dann auch ganz cool zu sehen. Mit Yuma hatte ich, glaube ich, 2 Jahre kommuniziert, bevor er mit der Kampagne live gegangen ist.
Dann kam 18 und ich dachte, okay, jetzt bin ich settled, jetzt muss ich auch mal meine eigene Kampagne machen. Also das Spiel da Dress oben rechts basiert auf einem Live-Action-Rollenspiel, was wir in Berlin gemacht haben. Und dann war ich auch in Athen eingeladen zu einer Veranstaltung, um da über Kickstarter zu sprechen. Alle Leute, die da auf dem Foto zu sehen sind, sind immer noch bis heute Freunde und regelmäßige Creator. Und da habe ich dann auch Elina kennengelernt. Also allein dieser Trip hat sich multiple gelohnt. Ich habe versucht, über YouTube irgendwie so auf meine Talks aufmerksam zu machen. Es hat nicht so richtig funktioniert. Aber dann auch Michael Schade wieder dazugeholt, um wieder mit Fallbeispielen auch die Stories zu erklären. Weil wenn ich sowas sage, ja okay, es ist immer noch Kickstarter, aber wenn die Creator selber was vorstellen, ist es immer noch mal was anderes. Also auch da ist es ein bisschen komisch. Wir sind ja hier auf der Brettspielcon auf der Bühne. Hallo Flohmarkt-Leute, ihr kommt gleich, die Türen gehen gleich auf, keine Sorge. Und dann kauft alles, was ihr finden könnt. Aber dieses Setting ist, sag ich mal, ungewöhnlich. Ich finde es irgendwie ganz cool, aber es ist in der Brettspielszene nicht so gang und gäbe, B2B-Konferenzen zu machen. Also es gibt viel mit Meetings und irgendwie Networking, ja, und Messen. Aber wo ich herkomme, Videospiele, wird halt, kann ich im Jahr auf 20 Konferenzen gehen, Vorträge halten und mit Leuten dann eben auch zusammen Bühnenpräsentationen gestalten. Also wer da Ideen hat und vielleicht auch lieber, statt ich, dass ich die ganze Zeit hier rede, auch die Kickstarter-Erfahrung teilen will, sehr gerne dazu nochmal in Kontakt kommen. Naja, und dann etabliert, dann kommen plötzlich die Millionen-Dollar-Projekte auch über meinen Tisch. Also das lief dann auch sehr gut, die Repeat-Creator wieder da. Hier auch ein super geiler Trend, den ich identifiziert habe. Das sind zwei Franzosen, die in Berlin sind. Die haben tatsächlich diese Cartridges bei sich zu Hause gebaut, auf die Chips draufgelesen und händisch in die Welt hinausgeschippt. Und jetzt gerade ist auch wieder irgendwas für Sega draußen. Also auch dieses super nischige, Fankultur-basierte funktioniert nach wie vor sehr gut und macht auch total viel Spaß. Dass hier auch irgendwelche krassen VC-funded Investoren, die ich auch früher schon aus meiner alten Zeit kenne, kamen dann mit so einem Projekt auf Kickstarter, das hat auch Spaß gemacht. Das hier haben wir dann zur Games Week Berlin zusammen gemacht, die hatten da eine Ausstellungseröffnung und dann haben wir gesagt, komm, mach doch auch eine Kampagne für den Katalog. Und das hier war meine eigene Kampagne, die es tatsächlich geschafft hat, mehr als 100 Bäcker zusammenzutrommeln, so ein Ticket-Vorverkauf-Ding, Live-Action-Rollenspiel in Berlin, also musste dann auch da sein, deswegen auch relativ klein, aber so ist es halt, viel gelernt, hat viel Spaß gemacht. Ich rase ein bisschen durch, hier wieder auch schön zu sehen, Mailinglist, also an alle Creator da draußen, E-Mails haben immer noch die höchste Conversion-Rate. Danach kommt Meta im Brettspielbereich, also Facebook, Instagram und danach halt was auch immer. Aber die Mailinglist ist immer noch das erfolgreichste Tool. Luke in der Mitte hat einfach immer Spaß gemacht mit ihm. Und das hier auch eine super schöne Anekdote. Die beiden hatte ich zusammengebracht, also Chris und den Chef von Vesuvius. Hatte ich gesagt, hier, ihr gehört irgendwie zusammen, dieses Spiel passt zu eurer jeweiligen Spirits. Und dann standen die bei einer Veranstaltung, die ich organisiert hatte, nebeneinander und haben dann noch in derselben Woche einen Vertrag unterzeichnet und eines der erfolgreichsten oder das erfolgreichste Projekt von Vesuvius Media seitdem gestartet. Das hier ist noch aus der Station, wer da schon mal war, Berlin Brettspielcon in der Station, war so ein Scouting-Ding, da waren wir dann gar nicht als Stand da, habe ich einfach gesagt, will ich mal gucken, was da so rumläuft. Und hier wieder, ihr erinnert euch vielleicht, AthensCon, da war das Bild von den Griechen, Atipia Games, eine davon, und kommen auch immer wieder zu uns. Die hatte ich auch auf der Brettspielcon entdeckt. Und dann auch ein Feature für die organisiert und auch ein sehr spannendes Projekt, was funktioniert hat. Und dann wieder auch eben diese Differenz will ich hiermit unterstreichen. 14.000, 1 Million. Mit denen habe ich, glaube ich, 2 E-Mails ausgetauscht.
mit denen bestimmt 5. Also das ist jetzt nicht so der, oder das Spannende finde ich zumindest, sind gerade diese kleinen, Jono war auch schon wieder da und so macht Kickstarter einfach Spaß. Dann kam Pandemie, ihr kennt es alle, statt hier zu sprechen, halt sowas, Online-Vorträge. Will euch nicht alle wieder zurückholen in die Zeit, aber ich glaube, so haben wir uns da alle gefühlt. Und hatten in dem Jahr aber auch die Herausforderung, dass wir Polen, Griechenland und Slowenien eröffnen mussten als Markets, wo dann Leute eben aus diesen Ländern heraus Kampagnen starten konnten. Wir haben dann gezielt mit ein paar Creatoren zusammengearbeitet, Glass Cannon aus Polen, Fantasia aus Griechenland und Lamucci aus Slowenien, und all diese Creator sind immer noch super aktiv auf der Plattform und wachsen, und schön zu sehen, dass gerade Lamucci jedes Jahr mit einer neuen Kampagne für dieselbe Zielgruppe seitdem live geht. Und hier das, die Erfolgsstory von Catapult Kingdoms mit Vesuvius Media. 2021 waren wir ja immer noch online. 2022 hatten wir dann das erste Mal in meiner eigenen Veranstaltung dann auch im größeren Stil Brettspiele integriert und dann Cabinets gebaut, dass man auch Videospiele besser präsentieren kann und die Leute dann über diese Spielstationen, hier sieht man die dann wieder, dann haben wir die eben auf die Brettspielkon in die Station genommen, und dann war dann digitale Unterhaltung funded auf Kickstarter auch auf der Brettspielkon versehen. Hier dann auch nochmal auf der Spiel eben die Verbindung zu Vesuvius aufrechterhaltend, und dann hatten wir noch relativ viele Aktionen in Essen eben auf der Messe. Und die hier nochmal genannt, weil die waren da auch ziemlich groß. Da wird auch noch irgendwas Cooles kommen die nächsten Monate, bin ich schon sehr gespannt. Ja, und jetzt sind wir hier. Ich habe ein bisschen länger gesprochen, als ich ursprünglich geplant hatte, aber ich bin trotzdem noch in der Zeit und habe auch Zeit für Fragen, Anregungen, Kommentare, wenn ihr irgendwas habt. Sehr gerne. Da vorne ist ein Mikrofon. Während ihr noch nachdenkt, slide ich hier noch so ein bisschen durch, wer noch Geld übrig hat. Ich bin irgendwie totaler Fan. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum die bei 125 Bäckern rumkrebsen. Der Screenshot ist von heute Morgen. Super schönes Spiel irgendwie. Und das hier wollte ich noch zeigen, genau, weil das ist durchaus cool zu sehen, glaube ich. Das ist aus unserem internen Analysetool eben dieser krasse Wachstum. Also gerade hier die Erfolgsquote, damals 40%, mittlerweile 80%. Die Zahl der Projekte, die erfolgreich, die Zahl der Projekte, die auf der Seite gelauncht werden. Also das wächst durchaus stetig und konsistent und auch heute, also auch dieses Jahr noch. Genau. Dann danke ich euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch eine erfolgreiche Con. Wenn nicht, auch gut. Ja, gerne. Ja, bitte. Kannst du das Mikrofon benutzen, bitte, weil Aufzeichnung. Sorry. Genau, ich hätte eine Frage, und zwar, es gibt ja auch viele erfolgreiche Brettspielunternehmen, die über Kickstarter aufgebaut wurden, jetzt aber vermehrt quasi Probleme kriegen, weil es so ein Selbstläuferprojekt wurde, man hat was finanziert, einen hohen Preis, muss dann aber irgendwie gucken, dass man weitere hohe Projekte hinkriegt, weil von dem ganzen Geld, was man einnimmt, am Ende ja gar nicht so viel übrig bleibt. Also nur, ich kenne mich da nicht aus, aber hast du da oder kannst du da irgendwelche Erfahrungen teilen, so worauf man aufpassen muss? Also quasi hohe Einnahmen vom Geld heißt ja nicht gleich hoher Umsatz, so blöd gesagt, ne? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte auch... Hier sind meine Kontaktdaten noch. Ich hatte auch einen Screenshot gemacht von der französischen Firma, die zuletzt von Simon eben nicht aufgekauft wurde, aber wo die Rechte eben an zwei nicht geschippten Projekten übernommen wurden. Witzigerweise hatte ich genau dazu mit
Benjamin, ne, heißt der, wenn ich mich richtig erinnere, in Paris den irgendwann getroffen, so 2017. Und er meinte ja genau das, ja shit, wir haben hier 1 Million auf Kickstarter gemacht und wir machen miese. Was ist hier los? Weil das Problem an Physical ist ja, mehr ist nicht unbedingt besser, sondern es wird ja dann auch schnell teurer, je erfolgreicher du wirst. Und das eben unverhältnismäßig. Lagerraum kommt dazu, Logistikkosten steigen, die Verträge, die du mit der Welt irgendwie machen musst, bedeuten mehr Zeit. Es sind auch softe Zeitkosten, die dazukommen, aber gerade eben die harten Kosten. Und dann, wenn du eine Sache, keine Ahnung, skalieren musst, dann werden auch die Printruns teilweise teurer, weil die Masse dann eben wiederum die kleine Firma vielleicht nicht kann oder es dauert länger und so. Also ja, sehr, sehr viele Fallstricke, die da auf einen zukommen können. Wir empfehlen immer so, das Price Tag mindestens mal 3 zu kalkulieren. Also wenn du sagst, so, das sind meine harten Production Costs, sagst du mal 3, auf der sicheren Seite bist du eher mit mal 4. Und dann hast du wenigstens ein bisschen Puffer. Und genau das, und wenn du das Risiko siehst, auch dass du zu erfolgreich wirst, ne, also das kannst du ja auch voraussehen, auch in Followerzahlen, und du es nicht hinbekommst, vorher Geld zu sammeln, damit du eben den Puffer hast, dann könntest du auch mit zahlenmäßig beschränkten Rewards arbeiten. Um halt zu sagen, ja, statt es einfach allen offen zu lassen, limitiere ich das jetzt halt künstlich auf 200 oder was auch immer ich halt handeln kann. Selbst bei den Basic Pledges, also du kannst ja bei jedem Reward auch im Nachhinein, wenn du vielleicht auch währenddessen erst merkst, das eskaliert hier gerade total, quantitative Beschränkung kannst du bis zum Kampagnenende immer noch hinzufügen. Auch auf bereits unterstützte Rewards. Das könnte nur so ein Workaround sein. Aber ja, es ist ein mega guter Punkt und umso wichtiger deine Excel-Tabelle auf jedes kleinste Teil, eben auch Lagerräume und das Shipment von einem Lager zum nächsten, aber auch deine Zeit mit den ganzen Verhandlungen da rein zu kalkulieren, weil das wird einfach immer mehr. Das ist schon. Du kannst auch die Shipments global eben einschränken, nämlich Ships only to bestimmte Länder auswählen. Das macht es vielleicht auch gerade mit so Zollfragen nochmal einfacher. Ja, also da guter Punkt, danke. Ja, bitte. Hallo, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar kannst du einen Erfahrungswert teilen, wie lang so eine Kampagne am besten läuft? Also Zeitraum vielleicht für ein Brettspiel. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, kannst du vielleicht ein bisschen mitteilen, welche Art von Brettspielen, also welche Rubriken funktionieren gut auf Kickstarter und welche vielleicht ein bisschen weniger gut? Ja, danke. Frage 1. Ich würde für Erstlinge empfehlen, es ein bisschen länger zu halten, also im Standard von 30 Tage zu bleiben. Die 30 Tage plus minus 2, 3, je nachdem, du beginnst ja idealerweise an einem Dienstag oder einem Mittwoch und du endest dann auch wieder unter der Woche, Donnerstag oder Freitag, also nicht am Wochenende. Und du willst vielleicht nicht einen Feiertag dazwischen haben oder da drauf haben und willst vielleicht noch ein Payout mitnehmen, also Monatsmitte vielleicht noch mitnehmen oder so, bevor du endest. Deswegen die Varianz von 2, 3 Tagen plus minus der 30. Die erfahrenen Creator gehen immer kürzer. Also wir sehen es sehr stark, dass Leute auf 5 Tage teilweise runtergehen, weil sie eben diese Mittelkurve gar nicht erst wieder mitmachen wollen und sagen, wir wollen einfach nur unsere Basisfinanzierung für den ersten Printrun haben. Wir wissen, wie es geht, wir wissen unsere Community, wie die zu aktivieren ist. Peng, erste 2 Tage, Peng, letzte 2 Tage, in der Mitte nochmal 3 Tage, das ist meine Kampagne. Ich habe es leider noch nicht hinbekommen, zu analysieren, wir sind da noch dran, ob das datentechnisch belegbar ist, ob das pro Tag insgesamt besser ist, als wenn du länger bist und dann sagst, naja, wie würde das potenziell gelaufen sein, wenn die doch 30 Tage oder 2 Wochen gemacht haben. Ist ein bisschen tricky, das zu erheben, aber da sind wir noch dran. Die andere Frage war nach... Entschuldigung. Ach ja. Genau, das war hier, bin ich so ein bisschen drüber gerannt. Also das Wichtigste ist vielleicht das. Prinzipiell geht alles.
Gerade im Brettspiel. Wir haben da alles, von irgendwie super casual bis hin zu super hardcore. Es kommt eher darauf an, wo bist du zu Hause, wen kannst du erreichen. That said, ja, die großen Kampagnen haben alle eben große Lizenzen, super Collectors Editions, wahnsinnig viel Content und Solo ist auch ein Trend, den wir sehr stark, gerade auf Kickstarter, noch mehr, glaube ich, als im traditionellen Retail sehen, dass die Leute auch danach aktiv fragen. Ja, bitte. Danke auch von mir für die spannenden Einblicke. Dankeschön, war sehr interessant. Du hast ja selber von Gamefound gesprochen. Mich würde mal interessieren, was sagst du den Creator? Die Frage kriegst du ja bestimmt öfter gestellt. Warum soll man zu Kickstarter und nicht zu Gamefound mit seinem Brettspiel? Also wir sehen durchaus, dass Leute für neue IPs eher immer noch bei uns deutlich erfolgreicher sind als auf Gamefound. Also wenn du irgendwas Neues starten willst, funktioniert Kickstarter einfach dank der schieren Größe einfach besser. Der globale Reach ist ein Zehnfaches, glaube ich, immer noch oder sogar mehr als das, was Gamefound an aktiven Accounts hat in der Crowdfunding-Community. Und wir sehen das auch bei Repeat-Creatoren, die teilweise mal ein Experiment gemacht haben, so vor 2 Jahren dann mal ein Gamefound gemacht haben fürs Crowdfunding und wieder zurückkamen, weil sie da ein Viertel von dem generiert hatten, was sie bei uns generiert haben. That said, wir können und wollen nicht bei dem Marketing-Cash-Battle mitmachen. Also wenn ihr da halt so einen riesen Cash-Amount angeboten bekommt, ist das halt so. Da glaube ich, dass unsere Tools, gerade auch diese ganzen Newsletter und die neuen Community-Aktivierungstools ebenso stark sind, ohne dass sie euch mehr kosten. Und vielleicht da noch der Hinweis, hatte ich gar nicht ernannt bei den Neuerungen, wir haben mittlerweile ein Performance-Marketing-Team, die auch sehr viel von dem Vorab-Marketing mit euch gemeinsam machen könnt. Da müsst ihr einen gewissen Threshold haben von 350.000 erwarteten Funding. Und noch andere Sachen, aber das sind auch so Sachen. Aber ja, ihr müsst es besser wissen. Also das kommt wirklich auch von der Strategie ab. Neue Spiele, auch sehr nischenfokussierte Spiele, Genres, die nicht jetzt so in den Standards von Gamefound sind, ja schon alle auch sehr ähnlich, die Spiele. Wenn ihr da draußen was anderes anbieten wollt, sind wir einfach deutlich besser. Wenn ihr sagt, für uns passt es strategisch einfach mehr dahin zu gehen, halten wir euch auch nicht auf. Wir freuen uns dann, wenn ihr wiederkommt. Aber ich glaube einfach, die schiere Größe und die gleichmäßige Betreuung von Großen und Kleinen, das ist, was uns einfach besonders macht und vielleicht noch ein USP ist. Super, bevor jetzt dann Patrick, mich hier von der Bühne schmeißt, sage ich nochmal vielen Dank euch, wie gesagt, eine schöne Con. Ich bleib kurz hier vorne, dann können wir nochmal kurz schnacken, wenn was ist. Ansonsten sehen wir uns bestimmt hier links, rechts rumlaufen. Vielen Dank.